Hallo allerseits und herzlich willkommen bei meiner ersten Meerschweinchenvergesellschaftung. Was heißt das genau? Das heißt, wir bringen die Cassidy, die da unter dieser Brücke sitzt, mit Jesse und James zusammen. Damit die nicht wie ein Eindringling behandelt wird, setzt man die nicht einfach in das eigentliche Gehege, sondern man baut hier so ein improvisiertes Gehege, wie ich das gemacht habe, weil dann ist es für die beiden, die schon da waren, neu und unbekannt. Und für die Neue auch. Das heißt, keiner hat einen Heimvorteil und man geht da nicht sofort aufeinander los, weil alle unsicher sind und nicht wissen, was hier so abgeht. Ja, bisher hat sich für die arme Cassidy aber noch überhaupt keiner interessiert. Gesundheit, Schatz. Die Jessie sehen wir da hinten am Futtern. Und der James sitzt da im Häuschen und guckt einfach mal niedlich raus. Ja, James. Komm mal her, Digga. Komm mal her. Nee, der James mag jetzt nicht. Guckt mal, ob ich euch die Cassidy mal zeigen kann. Ansonsten, ja, seht ihr, dass hier keine Häuser stehen, die nur eine Tür haben? Denn wenn einer von denen angegriffen wird und sich in dem Haus versteckt und der Angreifer kommt, dann sitzt derjenige in der Falle. Das ist blöd. Da ich aber nicht genug Häuser mit zwei Türen habe, habe ich hier so aus Pappe ein bisschen was improvisiert. Oh, die Jessie interessiert sich jetzt doch für den Neuankömmling. Ja, und würde jetzt die Jessie die Cassidy piesacken, dann könnte die Cassidy hinten einfach rauslaufen. Wenn es ein Haus mit nur einer Tür wäre, würde sie da sitzen und wäre hilflos ausgeliefert. Das wäre ja blöd, ne? Ja, und deswegen habe ich hier aus Pappe einfach mal so ein bisschen was improvisiert, wo man sich drin verstecken, aber auch flüchten kann, wenn es drauf ankommt. So, die Jessie rennt da jetzt einfach so durch und die Cassidy tut so, als wäre sie gar nicht da. Nee, Mäuschen! Da können wir jetzt nur die Jessie sehen. Die macht sich da dick. Dabei ist die eigentlich ganz klein und zart. Die sieht jetzt nur so dick aus. Der James ist viel dicker. Jetzt bewegt sich gerade keiner. Angststarre. Ich habe kein Standbild gemacht, ne? Kann man daran sehen, dass der James da unten immer noch vor sich hin schnüffelt. Nun geh mal gucken. Ja? Neues Teammitglied, nun geh schon. Jetzt sitzen die beiden Mädels da unter der Brücke. Geh halt mal nachsehen. Jo. Der James ist ein ganz, ganz mutiges Kerlchen. Und der ist immer der Erste, wenn es darum geht, irgendwas Neues zu untersuchen. Aber manchmal ist er auch ein bisschen duselig. Ah, jetzt kommt er raus. Wenn es ein bisschen wackelt, tut es mir leid. Ich mache das mit dem Handy und es wackelt auch so. Und es ist voll schwer, das irgendwie gerade zu halten. Da gibt es ja auch kein Stativ für. So, jetzt bin ich mal ganz vorsichtig und halte jetzt mal da unten rein. Kann man da vielleicht was sehen? Außer Heu natürlich. Da kann man der Cassidy ihren Popo sehen. Ja, und die Jessie, die da so sitzt und sich nicht bewegt. Die ist nämlich ziemlich feige. Und, oh, guck mal, da kann man mich sehen. Hallo. Und da kann man meine Backstreet Boys Bilder sehen. Naja, darum geht es jetzt aber eigentlich gerade gar nicht. Ja, also die Jessie ist ziemlich feige und es geht ihr immer besser, wenn der James dabei ist und ihr so ein bisschen sagt, pass mal auf, das tut nichts. Na, der James ist unser Held. Und die Jessie macht immer ganz doll Terz, wenn der James auf Achse ist und durchs Gehege stratzt und sie länger als 2 Minuten alleine lässt. Dann quiekt die so lange rum, bis er wieder zurückkommt. Weil sie noch nicht ganz verstanden hat, wie die Brücke funktioniert, um aus der Schlafschüssel, sage ich mal, das ist ein Unterteil von einem Käfig, in das eigentliche Gehege zu hopsen. James ist natürlich, ne, ich habe gedacht, der James könnte ihr zeigen, wie die Brücke funktioniert. Und dann ist alles easy. Nein, der James macht natürlich einen auf Mr. Cool und hüpft einfach ohne Brücke runter. Einfach so. So, wupp, aus dem Stand. Das traut sich Jessie aber erst recht nicht. Und naja, so ein bisschen unpraktisch. Ja, so richtig viel passieren tut hier ja jetzt nicht. Aber man soll die ja in Ruhe lassen. Hier seht ihr mein Knie, lila, heute mal. Da seht ihr das eigentliche Meerschweinchengehege ganz verwaist momentan. Ja, jetzt sitzen die Mädels da also so rum.
und machen nichts. Und er sitzt immer noch da in der Tür und schnuppert. Hey, Mister, wie wär's mal mit ein bisschen Bewegung? Nun geh schon. Geh wenigstens was essen. Da guckt das Heu, da hinten ist Sellerie, Brokkoli, Gurke steht da hinten auch nochmal, für den Fall, dass wir uns streiten, damit jeder einen Napf hat, um was zu essen. Nö, will er nicht. Oder doch? Oh, die Nase hat die magische Linie übertreten. Und es ist eine ganz schön dicke Nase. Nein, wir machen einen Rückzieher. Herrje, das kann aber noch dauern. Naja, so ist es mir eigentlich lieber, als wenn sie sich gegenseitig piesacken oder so. Aber bisher, joa, tut sich da irgendwie nicht ganz so viel. Das ist alles total improvisiert. Das könnt ihr sehen, hier ist ein Postkarton und da ist mein Weihnachtsbaumkarton. Und das ist ein Regalbrett hier, da, von Ikea. Aber es macht ja nichts. Hauptsache es funktioniert, ne? Mädels, was macht ihr da unten? Ja, wir sitzen da so rum. Ja. Na gut, ich dachte, ich könnte euch ein bisschen Action zeigen, aber naja. Da sind wir wieder und wie ihr seht, sind alle am Futtern. Kann ich auch zoomen? Wie geht das? So, da sehen wir den James mit seiner Po-Falte. Das einzige Meerschweinchen, das ich kenne, das eine Po-Falte hat. Guckt euch diesen Arsch an. Das ist die Jessie, da ist die Cassidy. Alle schön am Essen. Bisher hat sich auch noch keiner gezankt. Ganz chillig hier gerade. Der James ist auch schon aufgeritten. Ja, das heißt das, wonach es sich anhört. Also bei der Cassidy, das ist aber ganz normal. Damit muss er demonstrieren, obwohl er kastriert ist. Ich bin der Mann im Haus. Ihr wisst schon. Männerkram halt. So, da ist die Jessie und die ist da am Essen. Und es ist total schwer, die mal so aus der Nähe zu kriegen, weil die Jessie so feige ist. Würde ich euch die Cassidy gerne mal von vorne zeigen, aber da jetzt kann man den weißen Streifen so ganz leicht sehen. Vielleicht kann ich da auch mal ranzoomen, aber dann ist die Qualität so schlecht. Da, guck mal, jetzt kann man es sehen. Ganz süß. Wie die alle mit dem Brokkoli rumsauen. Guckt euch das an, da hinten, da. Ganz viel kleine grüne Krümel. Ich hätte doch lieber was anderes geben sollen. Und jetzt rennt die Jessie darüber und sagt Hallo. Und nimmt sich auch was aus dem Napf und versucht jetzt bei der Cassidy dazuzugehen. Mal gucken, will die das? Will die das? Hm? Da rennt er wieder rum, der mächtige Mann. Oh, da muss man sich auch erstmal schütteln. Kann man sehen, dass die Jessie überhaupt nicht dick ist, aber die ist doch sehr kommunikativ. Ich glaube, die mag die Cassidy jetzt schon. Ne, die quatscht auch die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Hey, Po-Falte. Ja, aber solange die Cassidy da so unbehelligt essen kann, glaube ich nicht, dass da viel passieren kann. Jetzt rennen wir hier so rum. So, was machen die jetzt? Von zwei Seiten ist aber gemein. Na Süße, kommst du mal raus? Nee. Ja gut, wenn der James da mit seinem dicken Hintern vor mir rumwackelt, würde ich auch nicht rausgehen. Das nennt man übrigens Bromseln.
Das machen dominante Weibchen auch, aber die Jessie ist mal sowas von undominant. Das kann man von der Cassidy und von der Jessie nur den Popo sehen. Pupp, und da kommt auch mal wieder ein Kopf zum Vorschein. Oh, guckt euch das an, die Cassidy, die kommt raus und macht, ja, weiß ich auch nicht. Suchen wir mal ran, was macht die da? Schnüffeln und hier so rumlaufen. Und durch den Tunnel laufen. Ja. Und da hat schon irgendjemand hingeköttelt. Ach, schön. Schweine kriegt man übrigens nicht Stuben rein. Also Hasen und sowas, denen kann man so ein Klo hinstellen, weil die kötteln nicht da, wo sie schlafen, weil das finden die eklig, kann ich ja auch nachvollziehen. Aber Meerschweinchen kötteln da, wo sie gerade stehen oder liegen und das dann ganz besonders da, wo sie schlafen. Und wenn sie Schiss haben, nervös sind, dann kötteln sie noch mehr. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kötteln sie noch heute. Und die Jessie knabbert jetzt an der Brücke rum und ist auch schon wieder vorbei. Meerschweinchen sind immer sehr hektisch, also... Wir können nicht länger als 10 Sekunden dasselbe machen, außer es geht ums Fressen. Sex dauert bei denen, glaube ich, auch nicht länger als 30 Sekunden oder so. So, jetzt brummelt der James wieder rum. Das seht ihr, wie der mit seinem Hintern wackelt. Das soll total beeindruckend sein, aber ich finde, es sieht eher albern aus. Vor allen Dingen, wenn man so einen dicken Hintern hat. Jetzt plustert er sich auch noch auf. Ja... Wenn er könnte, würde er sich jetzt mit den Fäusten auf die Brust kloppen. Kann er aber nicht. Deswegen läuft er hier jetzt rum und macht einen auf dicke Hose. Und setzt sich auf den Brokkoli. Und auch macht überall Böhnchen hin. So, jetzt können wir mal ein Meerschweinchen beim Kacken zugucken. Das ist ja schön. Ganz toll, wirklich. Keine Sorge, ich habe unter dieser Fließdecke noch eine wasserdichte Wachsdecke. Also es kann nichts aufs Laminat gehen. Sehr lieb zu der Cassidy, ja? Schnuppern wir am Popo rum. Das machen ja alle Tiere irgendwie. Ja, es ist alles ganz unklar, wie das hier ausgeht. Denn es ist ziemlich klar, dass der James der Boss ist, aber jetzt müssen eigentlich Jessie und Cassidy untereinander ausmachen, wer von ihnen an zweiter Position kommt. Aber Jessie sieht jetzt gerade nicht so aus, als würde sie sich um Revierstreitigkeiten Gedanken machen. Die futtert da ihre Gurke. Ich zoome da mal ran, weil das so niedlich ist und ist total glücklich da. Der James ist auch schon wieder am Mampfen. Wo ist die Cassidy hin? Ach, die ist etwas tiefer in die Höhle gegangen. Na gut. Ja, also ich denke, wenn es weiter so gut läuft, kann ich die noch vorm Schlafen gehen wieder in ihr eigentliches Gehege zurücksetzen, alle drei. Das ist ja schön, das hat gut geklappt. Es kann nämlich auch passieren, dass sie sich jagen, zwicken und wenn es blutet, muss man dazwischen gehen, ansonsten muss man sie machen lassen. Das kann bis zu 48 Stunden dauern und wenn die sich dann immer noch bekriegen, dann muss der Neuzugang wieder weg, dann hat es leider nicht geklappt. Aber das hier ist doch alles extrem friedlich und ich werde jetzt einfach mal beobachten, wie das so in den nächsten Stunden läuft, bis ich ins Bett muss. Aber ich denke, das können wir so lassen. Das Team Rocket hat jetzt eine gute Konstellation. Ja, gut. Was soll ich noch sagen? Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Und ja, so Jessie, James und Cassidy, der Esel nennt sich immer zuerst, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.